Ja, wie wir es gerade im Beitrag gesehen haben, viele haben einfach noch gar keine Ahnung. Es kursiert wahnsinnig viel Halbwissen über SEPA. Wie es richtig geht und was das ist, darüber spreche ich jetzt mit einem Experten. Gerald Hinz von der NordLB ist zu Gast bei uns im Studio. Hey Hinz, ich bin jemand von der Sorte, ich habe nicht mal Online-Banking. Bislang habe ich Kontonummer und Bankleitzahl auf den Überweisungsträger geschrieben, es per Hand in den Kasten geworfen. Was wird ab Februar anders? So viel dann für Sie nicht. Die Formulare werden etwas anders aussehen und Sie werden von Ihren Zahlungsempfängern, also an die Sie Geld überweisen wollen, eben nicht nur Bankleitzahl und Kontonummer zukünftig mitgegeben bekommen, sondern eine IBAN. Die ist 22 Stellen lang, wenn sie in Deutschland ist. Wenn Sie dann Ihre eigene IBAN als Absenderadresse auf diesen Überweisungsträger schreiben wollen, dann ist das gar nicht so ein großer Unterschied zur bisherigen Kontonummer und Bankleitzahl. Sie müssen nur vorne DE eintragen, meistens auch schon vorgedruckt. Dann müssen Sie sich zwei neue Ziffern merken, die Prüfziffer. Danach kommen die Bankleitzahl und die Kontonummer. Da ist noch eine kleine Schwierigkeit, die muss linksbündig mit Nullen aufgefüllt werden. Immer müssen es 22 Stellen werden und dann hat man schon alles getan. Wo findet man denn IBAN und BIC die eigene? Wo muss man die beantragen? Gibt es die irgendwo? Bekommt man die zugeschickt? Seit vielen Jahren, aber die meisten werden es nicht gesehen haben und beachtet haben, wird das schon auf den Kontoauszügen, zumindest für den beiden Sparkassen und Landesbanken, bei den Volksbanken und anderen Banken sicherlich auch, mit angedruckt, weil IBAN ist gar nicht so etwas Neues. Das haben wir schon seit Anfang der 2000er Jahre. Was für Probleme glauben Sie, kommen da insgesamt auf die Nutzer zu? Da muss man sicher die Nutzer unterscheiden. Also der Privatkunde, so wie Sie es gerade dargestellt haben, der wird die größten Probleme haben, sich halt diese langen Zahlen zusammenzubekommen. Ich denke, bei Unternehmen ist und bei Vereinen auch ist der Anspruch schon wesentlich größer. Dort müssen nämlich gewohnte Verfahren verändert werden. Das heißt, gerade wenn Lastschriften eingezogen werden, das kennen wir bei den Vereinen ja und aber auch eben bei den Unternehmen, bei den Versorgern oder so etwas. Dann muss man mit den Kunden neue Vereinbarungen treffen. Man muss ein sogenanntes Mandat mit dem Kunden vereinbaren, statt einer Einzugsermächtigung. Und man muss dann Mandatsreferenzen bilden, die man dann jedem einzelnen Lastschriftzahler mitteilt. Da haben Sie sicherlich in den letzten Wochen auch schon eine Reihe von Briefen bekommen, privat, wo das Ihnen mitgeteilt wird. Das Unternehmen, der Verein, muss dann ein Verfahren haben, mit dem er dann diese Mandate verwaltet, ob sie gültig sind, ob sie abgelaufen sind. Und das ist sicher auch ein Aufwand, weil das braucht zusätzliche Software im Regelfall, wenn man viele Lastschriftzahler hat. Mir wurde ursprünglich mal gesagt, dass im Januar noch beides parallel läuft, das alte Verfahren und SEPA, und dass ab dem 1. Februar dann endgültig das alte abgeschaltet wird und nur noch SEPA funktioniert. Gilt das noch? Wurde das verschoben? Also man kann schon viel länger SEPA machen, also nicht erst seit Januar, sondern seit SEPA gibt es seit 2008 beim Überweisungsbereich, seit 2009 im Lastschriftbereich. Nur es haben wenig Unternehmen und Kunden genutzt. Es ist jetzt so, dass Sie als Privatkunde nach dem 1.2. diesen Jahres weiterhin, wenn Sie nur eine Kontonummer und Bankleitzahl Ihres Zahlungsempfängers haben, diese weiterhin benutzen können. Dann müssen Sie das alte Formular nehmen und bis 1.2.2016 können Sie als Privatkunde im Notfall auch noch mit Kontonummer und Bankleitzahl arbeiten. Was jetzt gerade am letzten Donnerstag durch die Presse ging, ist, dass die EU-Kommission, die ja diese ganze Thematik initiiert hat, den Übergangszeitraum verlängern will. 1.8. diesen Jahres steht dort im Raum. Und das heißt, dass wir als Banken straffrei auch weiterhin Zahlungsverkehr im alten Format auch von Unternehmen, das war bisher untersagt ab 1.2., auch von Unternehmen und Vereinen, die dann auch dazu gelten, entgegennehmen können und auch verarbeiten dürfen. Das heißt, für Privatkunden lohnt es sich auf jeden Fall mal auf den Kontoauszug zu schauen und sich diese Nummern schon mal irgendwie zu notieren. Für Unternehmen und Verbände wird es ein bisschen komplizierter. Vielleicht noch ganz zum Schluss, haben Sie noch eine Website oder irgendeine Informationsquelle, wo man das nochmal nachlesen kann für die Zuschauer, die jetzt nicht ganz mitgekommen sind? Also es gibt viele Informationsquellen, unter anderem jeweils der eigene Bank. Wir Sparkassen und Landesbanken haben da sehr ausführliche Internetangebote mit Checklisten, was zu tun ist. Man kann auch noch in vielen Fällen schon auf die Rückseite seiner Bankkarte schauen. Dort werden auch zunehmend IBAN und BIC mit angedruckt. Das haben wir in Braunschweig für unsere Sparkassenkunden schon gemacht. Und dann gibt es zum Beispiel Seite sepa-deutschland.de, die von der Bundesbank und vom SEPA-Rat in Deutschland gestaltet wird, mit ganz, ganz vielen Informationen und Beispielen. Mhm.
Da bedanke ich mich schon mal ganz herzlich. Also schauen Sie mal auf den Kontoauszug. Ansonsten informieren Sie sich online oder fragen Sie einfach bei Ihrer Bank nach. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Gerald Hilns von der NordLB. Vielen Dank. Danke. Sehr gerne, Hoffmann.